Salut zusammen, salut zusammen. Matchanalyse vom 1.4.2024. Unser FCSG 1879 1. Die Blaue, Luchos 1. Ja, gehen wir gleich direkt zu einer kleinen Spielzusammenfassung, wo ordentlich etwas zu diskutieren gibt. Da bin ich also nicht mit allem, was hier auf Schiedsrichterebene von dem Spiel entschieden worden ist, einverstanden. Ja, wie hat das Spiel angefangen? Wie man halt die Duell zwischen unserem FCSG 1879 und der Blauen und unserem FCSG 1879 kennt. Hitzig, sofort die Zweikämpfe. Angeheizte Stimmung, hitzig. 50 Minuten. Teddy Oku, offene Sohle an unserer Nummer 8, Schadig in Tia. Der Oku wäre der erste Lutscher, der mit Rot vom Platz gehört hat. Wenn es der Schneider nicht sieht, wieso greift der Wahl nicht ein? Also ich wollte jetzt am Teddy Oku keine Absicht unterstellen, aber so von den Bildern, die ich gesehen habe, sieht es nach einer ganz klaren Absicht aus. Und wenn es wirklich eine Absicht ist, weiß er ganz genau, was er gemacht hat. Wieso greift dort die Mafia nicht ein? Unserem Fußballgott ist eine offene Sohle zu Unrecht angeschuldigt worden, ist mit einem Weizroten zu Unrecht vom Platz geflogen. Hätte das in St. Gallo gemacht? Mit offener Sohle wäre er vom Platz geflogen. Und das ist die Szene, die ich da in dieser Art nicht akzeptiere. Ja, dann ist das Spiel hitzig weiter. 10. Minute. Simani röst, wenn er mit unserer Nummer 9 ankommt, eine Rudelbildung aus. Und jetzt kommt etwas, wo ich nicht einverstanden bin. Schau das Bild mal ganz, ganz genau an. Was ihr jetzt gerade gesehen habt, in der Rudelbildung, der Denis Simani würgt unsere Nummer 4, Jozo Stanic, nachdem er ihn gewürgt hat. Erste Ohrfeige, zweite Ohrfeige. Hey, für einen Würgegriff ist eine rote Karte keine Fehlentscheidung, aber das ist nicht mal das, was mich so krass juckt. Was mich juckt? Eine Ohrfeige ist eine Tätlichkeit. Das ist rohe Gewalt, was der Simani da eingesetzt hat. Und der Schiedsrichter, der Urs Schneider, steht neben Trau und sieht es mit Augen. Das ist eine rote Karte, Mann. Die Lutschers hätten ab der 10. Minute noch höchstens das 9. dürfen fertig spielen. Hey, wo fehlt's? Mann, was ist das Simani für ein Scheißpisser? Sorry, wenn ich ihn jetzt im Netz so angreife. Aber ich habe keine Angst vor dem. Er und ich haben die gleiche Heimatstadt, Gossau SG. Der Simani ist wie ich ein Gossauer. Er hat beim FC Gossau in meiner geliebten Heimatstadt angefangen. Eine Schande für Gossau ist der Denis Simani, nichts anderes. Aber er hat nie bei uns in St. Gallen gespielt. Er ist dann über kleinere Umwege auf Vaduz angelangt. Und kurz darüber, aber nachdem der Mario Frick in Luzern unterschrieben hat, ist er dann mit dem Frick mit auf Luzern. Aber sorry, wenn ich jetzt dort Pisser betitle, aber ich glaube, nach einem so etwas ist das okay. Hey, das Schneider, das ist eine doppelte Tätigkeit. Das ist eine rote Karte. Die gelbe Karte für unseren Köbels, das ist ein Witz. Aber dass der Simani da mit Geld davonkommt, das ist eine rote Karte. Und normalerweise wird man nach einer Tätigkeit zweimal gesperrt. Und das ist eine doppelte Tätigkeit gewesen. Wenn es blöd gegangen wäre und der Simani hätte rot gesehen, dann hätte die 4, 5 Mal können gesperrt werden. Nein, das ist eine fertige Sauerei. Fertige Schweinerei. Fertige Schweinerei. Da sehe ich nicht ein, warum man da die Rotkarte nicht gezogen hat. Da sehe ich nicht ein, Schneider, sorry. Ich finde es sonst nicht so ein übler Schiri, ganz ehrlich. Aber da sehe ich, da sind zweierlei Szenen, wo die Lutscher ab der 10. Minute in doppelter Unterzahl müssen spielen hätten, wo ich nicht einsehe. Und da stehe ich, scheisse, und da stehe ich zu meinem Wort, sehe ich nicht ein. Ja, dann wies das Spiel weiter. Druck auf Seite von unserem FCSG 1879. Köbels Abschlussgoal. Leider offsides. Die Fußballmafia hat es zwar noch überprüft, ob der Linienrichter da wirklich richtig war. So, wie ich von den Bildern gesehen habe, ist der Linienrichter leider absolut richtig gewesen. Ist es knapp so offsides gewesen. Ist eine enge Entscheidung, aber ist schon offsides. Leider.
Da hat man das mal im Fehl entschieden. Dann ist das Spiel weiter aufs Druckvoll aus der Gallenseite. Eckball Gentia. Wie schon letztes Mal, wo wir die Rutschers 2-1 geschlagen haben. Kastenwalsch in die Ecke von unserem Schadi. Perfekt. Ah, nee, Goal. Walschi, du Held. Unsere Nummer 20 ist der Schreck von der Blauen. Ich glaube, wenn wir in St. Gallen einen Luzerner Schreck haben, ist es unsere Nummer 20. Ich meine, der Jungspund im Luzerner Goal, der Pascal Loretz, Eckball, tut den eh nicht gern parieren. Bei denen sieht er vielfach sehr alt aus. Und da ist nicht die erste Ecke, wo die Gintia tritt und der Walsch in den verwandelt, wo er kassiert. Somit wird es ein Jordi zum Teil zum Luzerner Schreck. Ja gut, ist ein Jordi hat sich schon vergangene Saison zum absoluten Luzerner Schreck gekrönt. Aber auch unsere Nummer 20 wird immer mehr und mehr zum Luzerner Schreck. Gefällt mir also. Respekt Gintia, Respekt Walschi, gefällt mir. Wenn man ein bisschen zum Schreck von der Blauen wird, dann macht man sich in St. Gallen gut beliebt und macht man eigentlich in St. Gallen keinen Fehler, indem man zum Schreck von der Blauen wird. Ja, dann mit 1-0 Pause, zweite Hälfte. Jungs, ihr seid im Grunde genommen schon die bessere Mannschaft in der zweiten, sie aber zu wenig gemacht. Die Luchos haben ein bisschen mehr Biss gehabt, finde ich. Jo. Abschluss Dorn. Ziggy hat, Dorn versagt. Schon wieder Abschluss Dorn. Flatterball. Ziggy kommt nicht an. Dorn ist so blöd und versagt schon wieder. Glück gehabt, Jungs. Glück gehabt, dass der Pius Dorn in seiner eigenen Blödheit gerade zweimal versagt hat. Da habe ich nämlich drinnen gesehen. Ja, dann. Milosevic. Leider aus Aussennetz. Ja, dann kurz vor Schluss ein Wechsel, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. Görtler raus, Diaby rein. Ich halte sonst relativ viel von unserer Nummer 15, vom Abdoulaye Diaby. Aber in den Schlussminuten, nachdem er ihn nicht gewechselt hat, hat er gefühlt den Zweikampf verloren. Dann 93. Minute, 1 Minute vor Abpfiff. Da war schon lang voraussehbar gewesen, leider, Jungs. 1-1, Filigo. Ich finde den Treffer allerdings fraglich. Nämlich, der Milosevic ist vom Lutscher umgeschubst worden. Und ob man den Schubser. Also, ich wollte jetzt nicht urteilen, ob man den Schubser wirklich unter Foul kann werten kann oder nicht. Ist eine schwierige Entscheidung, ob man da Goal gibt oder nicht. Ich persönlich hätte es Goal gegeben, aber kann auch sein, dass ich falsch liege. Kommentiert doch mir bitte über Facebook, YouTube und Instagram, ob ihr da Goal gegeben hättet oder nicht. Jeder Schiri hätte da Goal nicht gegeben. Hätte man am Lutscher die gelbe Karte gezeigt, wegen Foulspiel und das Goal aberkannt. Wäre es keine krasse Fehlentscheidung. Ist aber auch keine krasse Fehlentscheidung, wenn man das Goal gibt. Ich persönlich hätte es Goal gegeben. Und das ist nicht so, dass das 1-1 unverdient ist. Leider nicht. Jungs, Problem ist, wie schon bei dem GC-Auswärtsspiel, ihr hättet das 2-0 müssen spielen, habt ihr nicht gemacht, habt sie bekommen. Meines Erachtens noch habt ihr um den Ausgleich bettelt. Bitte, bitte, liebe Lutscher, schiesset uns ja einen rein. Ja, habt ihr, also bis auf den Ziggy habt ihr darum bettelt. Meine Meinung. Ja, das ist einfach. Ja, es ist nicht gut. Es ist zu wenig, Jungs. Ganz ehrlich, ich bin nicht wütend über das Unentschieden. Ich bin nicht sauer. Aber ich bin enttäuscht. Ich bin brutal enttäuscht. Ja, den Abpfiff ist es sehr, sehr bitter, das Unentschieden. Aber ehrlich gesagt, das Unentschieden, das ich gesehen habe, kam. Ich habe das jeden Ausgleichstreffer aber schon weit, weit vorher gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Lutscher so lange versägen. Ja. Leider. Ja, ich könnte jetzt auf die alte Leier kommen, Zeidler raus, ist nach wie vor meine Meinung, da stehe ich dazu, aber ja, das Problem ist ja nicht nur am Zeidler, auch der Vorstand, unser Vorstand hat einfach frontale Fehler gemacht, also nicht nur die Sportchefentlassung, auch andere frontale Fehler, tönt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, und ihr müsst mir wirklich glauben, die Aussage jetzt tut mir ein bisschen scheisse weh. Ich bin seit über 22 Jahren St. Gallen-Fan und da werde ich mein Leben lang bleiben. Aber vielleicht ist für unsere Jungs die unter die Tabellenhälfte nicht schlecht. Ich meine direkt absteigen, das wird eh los an Uschi und Paraspielen werden Toppers, nehme ich an. Absteigen werden wir nicht.
Aber vielleicht sind die unteren Schlechts nicht schlecht. Nämlich wenn der Herr Lehrer dann tatsächlich unter den schlechteren Sechs in der Tabelle landet, muss der Vorstand über die Bücher, was die Trainerbank anbelangt und was auch ihre Fehler anbelangt. Und dann geht man vielleicht einmal über die Bücher und checkt einfach mal, dass es der Zeitler einfach nicht mehr bringt. Und es tut wirklich weh. Ich bin lange hinter dem Zeitler gestanden, aber er bringt es nicht mehr. Und dann wird vielleicht der Vorstand auch mal wach, dass auch sie Fehler gemacht haben. Aber wenn man jetzt da wirklich noch mit viel Glück in die Top 6 reinkommt, glaube ich nicht, dass der Vorstand über die Bücher geht. Und in meinen Augen muss der Vorstand dringend, dringend über die Bücher. Wir dürfen die nächste Saison keinesfalls so spielen wie jetzt, wie die letzte Saison oder diese Saison. Keinesfalls. Und aus dem Grund halte ich die unteren 6 nicht einmal für so blöd. Ich meine, absteigen werden wir eh nicht. Auch dem muss der Vorstand über die Bücher. Und da finde ich, also ich allein, nicht einmal so schlecht, wenn in unserem Vorstand selber mal über die Bücher muss. Ja. Genug zu dem, genug des Guten. Vielleicht Leute, sorry, wenn ich jetzt da wirklich zum Thema Denis Simani in der Spielzusammenfassung ein bisschen hart ausgeteilt habe. Aber dass man für so etwas keine rote Karte gibt, ist für mich unverständlich. Ich meine, dass zwischen St. Gallen, Luzern, Luzern, St. Gallen jedes Mal Rudelbildungen gibt, das ist nichts Neues. Aber hat einer von unseren Jungs mit nur einer Ohrfeige ausgeschlagen, jede Wette wäre rot gewesen. Und da wäre eine rote, die hätte ich auch ich gesehen. Aber ich finde einfach, sorry, da muss ich mal nicht das Gefühl haben, kann machen, was er will. Eine Ohrfeige ist eine Ohrfeige, das ist eine Tätlichkeit. Klare rote Karte und im Übrigen ist das rohe Gewalt, was der Simani da eingesetzt hat. Und es tut mir also leid, aber da bin ich einfach ehrlich. Gewalt hat überall auf der Welt absolut keinen Platz und nichts verloren, aber es geht gar nicht um das. Gewalt hat auch in jedem Sport der Welt hat Gewalt keinen Platz. Auch im Fußball nicht. Da hat Gewalt keinen Platz. Und darum wird der normale Ohrfeige oder eine Tätlichkeit, und der Ohrfeige geht unter Tätlichkeit, auch vollkommen zu Recht mit Rot vom Platz gestellt. Und ich finde das eine absolute Schweinerei, dass unser Unparteiischer, der Urs Schneider, der Denis Simani da weiterspielen lassen hat. Aus dem Grund habe ich es auch ein bisschen hart ausgeteilt gegen. Tut mir vielleicht leid, wenn es der eine oder andere ein bisschen falsch in den Hals bekommen hat, aber ich hoffe nicht, dass es so übergekommen ist. Ich meine, wenn die Matchanalyse der Denis Simani sollte ich selber sehen, weil ich nicht glaube, da würde mich überhaupt nicht kratzen. Das ist meine Meinung, dazu stehe ich. Soll er meine Matchanalyse nur anschauen? Dann sieht er mal selber, was er für ein gewalttätiges Schwein ist. Stört mich nicht. Aber eben, Leute, nicht, dass dann der Fall interveniert wird. Habe ich einfach nur so wollen erklärt haben. Nämlich für mich ist es auch unfassbar, dass das keine rote Karte gegeben hat. Eine Tätlichkeit ist eine rohe Gewalt. Und so etwas hat in keinem Sport der Welt und auch im Fußball nichts verloren. Und ich verurteile Gewalt aufs Allerübelste. Aus dem Grund verurteile ich auch die Aktion von Denis Simani aufs Allerübelste. Und es ist nur peinlich, dass der Simani und ich die gleiche Heimatstadt haben. Dass so etwas ein Gosauer ist, das ist für mich nur peinlich. Aber ja, genug des Guten. Jetzt mal wirklich über zu Frodos Faktencheck. Herzlich willkommen zu Frodos Faktencheck. Jo, fangen wir mal mit dem ersten Feedback an. Aus meiner Sicht hat Luzern das Unentschieden nicht gestohlen. Man wollte das 1 zu 0 einfach um jeden Preis verteidigen und das erwies sich als falsch. Würde ich recht geben, wir hätten das 2-0 müssen spielen. Ich finde, mir hat das 1-0 vollkommen naiv verteidigt und ich sage so, ich habe den Ausgleichstreffer gesehen. Ich habe ihn gesehen, den Ausgleichstreffer. Ist nicht unüberraschend. Ich habe ihn gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen, dem Herrn gesehen. Er ist nicht überraschend, der Ausgleichstreffer. Gebe ich absolut aufs Wort recht. Leider haben die Blauen das Unentschieden nicht gestohlen. Tut weh, aber sie haben es wirklich nicht gestohlen. Das stimmt.
Ich bin mir nach wie vor nicht so sicher, ob das Goal regulär ist, aber ich hätte das Goal jetzt persönlich auch gegeben. Aber es ist eine heikle Entscheidung. Aber das Unentschieden haben die Blauen auf keinen Fall gestohlen. Das stimmt. Ja, nächstes Feedback. Ist ein Skandal. Logisch hätte man das Spiel müssen gewinnen. Aber die Schiri-Leistungen sind ein Skandal. Alle ESG, alle. Absolut deiner Meinung. Absolut. Nein, es ist ein Skandal. Wie du geschrieben hast, ist ein Skandal. Ich meine, logisch, wir hätten das Spiel müssen gewinnen, das sage ich auch. Wir hätten das Spiel müssen gewinnen, aber ich finde, wir hätten zu wenig aus dem Spiel gemacht. Aber die Schiri-Leistungen sind ein Skandal. Die Luchos hätten ab der 10. Minute in doppelter Unterzahl müssen spielen. Das ist eine offene Sohle vom Teddy Oko, direkt rot. Und Sander, die doppelte Ohrfeige vom Simani. Das ist sowieso glatt rot. Und ich finde, find, so ein Denis Simani hat nichts mit Profifußball zu tun. Der hat sich absolut nicht im Griff. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er im Dienst vom FC Vaduz oder im Dienst von der Blauen, von der Luchos negativ auffällt. Das ist nicht das erste Mal, dass ein Denis Simani mit seiner inkompetenten, aggressiven, ungeduldigen Art negativ auffällt. Bei weitem nicht. Ein Simani hat nichts mit Profifußball zu tun, finde ich. Doch ob mit Lutschers jetzt für die Aussage lieben oder hassen, das ist mir scheißegal. Aber die finden auch die doppelte Ohrfeige. Das ist eine rote Karte, das ist doppelte Tätlichkeit. Eine Tätlichkeit ist rot. Und vor allem, wenn ich noch das Mindeste finde. Der Schneider ist gerade neben dran gestanden. Der hat es ganz genau gesehen. Und da finde ich es Mindeste. Gebe ich da aufs Wort recht. Ja, nächstes Feedback. Leck, es ist einfach traurig, dass man nicht einmal mehr so ein 1-0 über die Zeit bringt und noch so bitter muss bestraft werden. Logisch, da, wo der Schiri gepfiffen hat, ist unverständlich, aber das 1-1 ist leider nicht unverdient. Ich sage so, gebe ich auch wieder aufs Wort recht, es stimmt schon. Mir ist nicht mal fähig, um so ein 1-0 über die Zeit zu bringen, aber ich sage so. Wir hätten gar nicht probieren, das 1-0 über die Zeit zu bringen. Wir hätten von Anfang an aufs 2-0 müssen spielen. Wie auch geht es auswärts? Wir hätten von Anfang an müssen aufs 2-0 spielen. Hat man nicht gemacht und wir hätten sie kassiert. Ist die goldige Regel. Wer sie nicht macht, der bekommt sie. Und auch die Aus- und Einwechslungen vom Herrn Lehrer, die haben es einfach wieder mal nicht gebraucht. Ja. Ja, logisch. Ist da, was der Schiri pfiff hat, sehr fraglich. Aber ich glaube, du hast in deinem mit dem Feedback will er sagen, es ist keine Entschuldigung für das Unentschieden und für das Spiel. Ja, das ist es definitiv nicht. Unsere Jungs haben es selber versaut. Der Schneider hätte auch fair können pfeifen und da wäre auch dem gekommen. Definitiv. Also wenn sie so will er sagen, hast. Viertes und letztes Feedback. Also ist nicht direkt ein Feedback, ist eine Frage, die ich nicht beantworten will. Hoi Michi, du hast ja auch gesehen, dass die Luzerner Fans im Gästesektor gewesen sind. Was ist deine Meinung dazu? Ich enthaupte mich dieser Meinung, da äußere ich mich nicht. Ich habe es dann nur schnell reingenommen, um einfach etwas klarzustellen. Meine Matchprognosen und Analysen gehen um den geilsten Sport der Welt und Fußball. Meine Matchprognosen und Analysen mache ich für unseren FC SG 1879. Ich finde so Kurvenzeug, also Fanzeug. Und so Fanaktionen. Da haben nichts in meiner Matchprognose und Analyse verloren. Da wollte ich einfach zu dem gesagt haben. Ich habe vielleicht schon die ein oder andere Choreo gelobt und ich lobe es immer wieder mal, wenn ich mit der Zuschauerzahl zufrieden bin. Aber eben so Aktionen, das hat in meiner Matchprognose und Analysen nichts verloren. Habe ich auch noch nie erwähnt und das werde ich nicht machen. Darum werde ich mich zu diesen Aktionen mit dem Gästesektor nicht äußern. Ich habe eine klare Meinung zu dem. Ist vielleicht die Meinung von der Allerwenigsten. Ich habe eine klare Meinung. Aber die sage ich nicht. Meine Leute wissen meine Meinung zu dem. Und das ist gut so. Meine Leute wissen meine Meinung, der Rest geht das nicht an. Und auch da hat kein Platz. So etwas gehört nicht in meine Matchprognosen und Analysen. Auch wenn so eine Frage zukünftig mal wiederkommt, da beantworte ich nicht. Dass es einfach gesagt ist. Und ich meine es mit dem nicht böse, müsst mich richtig verstehen. Aber so etwas gehört nicht da rein. Darum
und beantworte es halt nicht. Ich meine, ich bin ein normaler Fan, wie ihr auch. Ich bin nicht besser wie ihr. Ich bin ein normaler Fan. Ich meine, ja, ich stehe in der Kurve. Ich bin ein normaler Fan, der in der Kurve steht und nichts weiters. Ich bin wie viele ja. Ich bin wie ihr alle auch. Ist es in der Kurve oder auf der Sitzplatz? Ich bin ein normaler SG-Fan und stehe in der Kurve. Und mehr bin ich nicht. Aus dem Grund werde ich mich zu so einem Thema äußere ich mich nicht. Es tut mir leid, sorry. Aber da werde ich mich nicht äußern. Ja, das ist es auch schon wieder mal gewesen mit Frau das Faktencheck. Jetzt noch ganz, ganz schnell. Respekt an alle, die im Stadion gewesen sind. 18.000 Fans. Nicht ganz ausverkauft, aber richtig, richtig volle Hütte, wo unseren geliebten Erzrival, wo gerade mal unter 13.000, 14.000 spielt, nur davon kann träumen. Die bringen dir nicht mal 18.000 Fans ins Stadion, die bringen maximal 17.000 rein. Aber 18.000 Fans, bis auf den Gästesektor, riesen Respekt an alle, die im Stadion gewesen sind. Riesen Respekt. Den Blauen werde ich nie im Leben mit dem Respekt aussprechen. Alle noch nie gemacht und werde nie. Ich gehe kein Fußballer, das ist total Sünde, ich bin nicht bescheuert. Aber riesen, riesen Respekt an alle 18.000 in den St. Gallo Sektoren. Ist richtig, richtig geil gewesen. Ihr alle habt unserem FCSG 1879 und unserer grün-weißen Fußball-Ostschweiz gezeigt, was der Club dieser Stadt und dieser Region bedeutet. Respekt, wirklich bravo, Respekt. Es muss einfach gesagt, mal gesagt sein. Finde ich also geil, Respekt. Muss einfach auch mal gesagt sein. Ja. Somit sind wir auch schon wieder am Ende. Jungs, Kopf hoch. Es ist ein sehr, sehr bitteres Unentschieden, wo ihr leider noch drum bettelt habt. Aber unsere grün-weisse Fußball-Ostschweiz nimmt es auch nicht übel, sagt aufatmen. Die Leistung ist nicht ganz so schlecht gewesen, das ist sie wirklich nicht. Aber wenn jetzt das so rüberkommt, ich hätte die Leistung auf keinen Fall wollen anzetteln. Da nicht. Die ist nicht so schlecht gewesen. Aber mir hat es wenig gemacht. Ja, eben, Jungs, wie gesagt, Kopf hoch. Unsere grün-weisse Fußball-Ostschweiz ist nicht hässig, ist nicht sauer und eskaliert nicht wegen dem bitteren Unentschieden. Unsere grün-weisse Fußball-Ostschweiz ist einfach enttäuscht. Und zwar brutal enttäuscht. Ja. Aber gleichzeitig sagt unsere grün-weisse Fußball-Ostschweiz, so schlecht haben wir nicht gespielt, einfach zu wenig gemacht. Einfach dann am Donnerstag gegen in Lausanne mehr draus machen und, noch stärker zurückkommen. Meine ich ja wirklich so, Hops und Galle können wir uns sagen.